flüstern. Das ist eine Torte, das ist eine Katastrophetorte. Jetzt steht nur noch Fehle, dass das Ding zusammenfällt, ja? Das steht nur Fehle. Also das war so, ne? Zuerst hat mein Frau Linsche die falsche Sahne gekauft. Die hat anstatt Sahne, hat die saure Sahne gekauft. Ja, was hat mein Herrscher gesagt? Ja, wer so doof ist zum Lesen, der macht so Fehler. Hat er gesagt, ja. Hat sie gesagt, als wenn dir das doch nie passiert wäre. Hat sie ihm gesagt, ja. Also jedenfalls haben wir dann so gestanden und hatte keine Sahne für die Sahnetorte. Da hat mein Herrscher gesagt, weißt du was, ich fahre mal schnell in der Bäckerei in Frankreich, wo ich heute Morgen schon eine Flüttrolle war. Vielleicht haben die für mich. Hat er dort angerufen und die haben gesagt, jawohl, mehr Hand für dich, kannst du rüberkommen. Dann kam er zurück und hat keine Sahne gehabt, sondern Creme fraiche. Jawohl, also war falsch. Dann haben wir bei die Isolde angerufen in Merzlich und haben gesagt, also das klappt mit der Torte nicht, wir können keine machen, wir haben nämlich keine Sahne. Hat die Isolde gesagt, gar kein Problem, ich kann Sahne bringen, die Erdbeere mit und die Butter. Jawohl, ja, das haben wir jetzt gemacht. Und mein Herrscher hat dann hier nur noch die Hälfte vom Geschirr dabei gehabt, weil er gedacht hat, es Isolde hätte es, aber da es Isolde selber nicht machen tut, hat er das Geschirr nicht. Und dann haben wir mit der Plastiktüte die Sahne auf die Kuchen spritzen. Musst du dir mal vorstellen, also die reinste Katastrophetorte. Aber geschmeckt hat sie. Ja, und ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag. Also bis dann. Tschüss, euer Mucki mit die weißen Socken.